Ja, ich freue mich, dass wir uns zum zweiten Mal in Witten am Marienhospital treffen können. Zum ersten Mal waren wir vor länger als ein Jahr so hier als Gäste und jetzt als Teilmitgestalter. Der Professor Senkal lächelt. Er wird uns gleich auch sagen, wie gut das Ganze im Rahmen der chirurgischen Klinik so läuft. Die meisten von Ihnen wissen, dass wir seit dem 1.9. auch zum Teil hier tätig sind. Das heißt, das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Vinzenz Gruppe so Ruach hat zwei Standorte, der alte Standort im Marienhospital in Herne und der neue Standort seit dem 1.9. offiziell auch hier im Rahmen der chirurgischen Klinik des Hauses. Das sehr Gute dabei ist, dass die Unterstützung der Kollegen hier wirklich gewaltig ist. Wir sind wirklich optimal empfangen worden. Das ist auch im Rahmen der Zusammenführung der Häuser gut für die beiden Häuser. Was wollen wir hier machen? Nicht was Besonderes. Wir wollen durch den Erfahrungsaustausch, durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die sowieso hier auch in unserem Bereich gearbeitet haben, eventuell die Qualität ein bisschen verbessern und vielleicht den Menschen der Umgebung ein bisschen mehr helfen. Ich hoffe, dass mit Ihrer Unterstützung und insbesondere mit der Unterstützung der niedergelassenen Kollegen, mit der Unterstützung der Physiotherapeuten des Gebietes hier uns gelingen wird. Bis jetzt sieht das nicht so schlecht aus, Frau Lauer. Heute haben wir wirklich die durchschnittliche Patientenzahl, die wir hier immer hatten, überschritten in dieser Woche. Das scheint gut anzulaufen, aber das bedeutet nicht, dass die zweite Woche so gut sein wird wie die erste Woche. Da müssen wir immer aufpassen. Zu der Thematik, warum Wirbelsäule? Es ist klar, das ist ein wichtiger Bereich von uns. Wir haben wirklich große Erfahrungen mit mehr als 10.000 stationären Patienten so im Jahr. Und das ist klar, auch im Rahmen des Wirbelsäulenjahres in Witten, das ist auch passend, dass wir uns heute mit dieser Thematik so beschäftigen werden. Und ich glaube, dass durch die Diskussion, die Zeit werden wir haben, durch den Austausch, den wir hier haben werden, da wird für uns auch was zu erfahren sein. Und ich hoffe, dass Sie auch was mitnehmen werden auf dem Nachhauseweg. Viel mehr möchte ich nicht sagen. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird. Das ist mit der Technik manchmal ein bisschen kompliziert, aber unsere Technik hat auch große Erfahrung und wir werden das hinbekommen. Ich bedanke mich nochmal, dass Sie gekommen sind. Dann bitte ich unseren Professor Senkal, uns zwei Worte sozusagen. Das ist sozusagen unser oberster Chef hier im Rahmen der Chirurgie. Bitte, Professor, kommen Sie zu mir. Ich gehe zur Seite. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seien Sie auch im Namen der chirurgischen Klinik hier ganz, ganz herzlich willkommen. Das Gespräch war eigentlich gar nicht so, oder die Ankündigung war gar nicht so abgesprochen. Insofern hat mir Professor Godolias erstens zu viel Ehre hier zukommen lassen und zweitens eigentlich das, was ich damit sagen wollte, dass wir in Zukunft diese Dinge hier vermehrt unter einer spezielleren und größeren Kompetenz, nämlich unter der Kompetenz des Zentrums für Unfallchirurgie und Orthopädie aus Herne weiterführen werden. Nun, was machen wir hier? Wir haben, wie Sie vielleicht alle wissen, eine chirurgische Klinik nach altem Schlag hier im Marienhospital gehabt, wo wir eine Allgemeinchirurgie, die einerseits Unfallchirurgie und Orthopädie betrieben hat und andererseits auch Allgemein- und Viszeralchirurgie betrieben hat.
Und wir haben aufgrund des zunehmenden Druckes einerseits von der Patientenseite her, aber auch aufgrund, weil die Zahlen im Bereich der Wirbelsäulenerkrankungen, aber auch insgesamt der orthopädischen Erkrankungen, die Patienten, dass wir uns zu der Entscheidung zusammengefunden haben, hier eine speziellere Kompetenz anzubieten. Und was liegt da näher als natürlich das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie hier mit ins Boot zu holen und im Sinne des Patienten und im Sinne der Patienten zu handeln und entsprechend ein Therapieangebot anzubieten, was es einerseits in Witten bisher noch nie gegeben hat und andererseits natürlich auch in der Umgebung, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz einzigartig ist, aber zumindest relativ speziell hier durchgeführt werden kann. Und insofern freue ich mich, dass natürlich gerade das in so einem Rahmen anzukündigen, obwohl diese Veranstaltung hier ja schon fast zu einer Tradition geworden ist. Aber insofern hat diese Tradition hier auch etwas Neues und wir freuen uns natürlich gemeinsam, dass wir das Ihnen heute ankündigen können, dass letztendlich in der chirurgischen Klinik, allerdings mit einer größeren Kompetenz im Schwerpunkt Orthopädie und Unfallchirurgie, aber auch aus dem Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Wirbelsäulenerkrankungen im Marienhospital Patienten behandelt werden können. Ich glaube, wir müssen uns auch schon relativ kurz fassen aufgrund der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Also insofern, die meisten von Ihnen kennen schon vielleicht diese Form von Veranstaltung. Von meiner Seite her ganz herzlich willkommen und lassen Sie sich beeindrucken von den Dingen, die Sie heute hier sehen werden. Vielen Dank. Danke, Professor. Ich habe vergessen zu sagen, der eine oder der andere von den Kollegen, der eventuell auch organisatorische Fragen hat, wie das hier funktionieren wird und so, das können wir während der Diskussion bzw. während der Pause oder während des Essens heute Abend, ich hoffe, dass das Essen auch gut sein wird, können wir alles besprechen. Ja, man versucht nach fast 35 Jahren so Medizin immer so rauszukriegen, wo sind bessere Verhältnisse als die unseren hier. Man hört immer, weiß ich nicht, das lesen Sie jeden Tag in der Zeitung, wir sind jetzt nicht zufrieden mit dem Angebot der Krankenkassen. Krankenhausärzte reden immer schlecht über die Verwaltungen, die Verwaltung ist immer schuld. Wir haben, glaube ich, in unserer Gruppe wirklich ein Privileg, und das findet man, glaube ich, nirgendwo in Deutschland, dass wir, das heißt die Chefärzte und unsere Verwaltung, wirklich so gut zusammenarbeiten, das sage ich jetzt nicht, weil die Verwaltung so hier anwesend ist, dass wir wirklich nur gemeinsame Sachen machen. Und die meisten von Ihnen, die kommen nicht zum ersten Mal in eine Veranstaltung wie die heutige und die wissen auch, dass ohne die Unterstützung unserer Verwaltung gar nichts davon, was machbar gemacht worden ist, was jetzt gemacht wird, so möglich wäre. Und ich freue mich wirklich, dass er Freitag wieder anwesend ist, unser oberster Chef, der Geschäftsführer der Gruppe, der uns ein paar Worte auch sagen kann. Dann nehme ich Platz auch drüben so in der Zeit, dass wir direkt dann mit dem wissenschaftlichen Programm anfangen können. Danke, Herr Freitag. Ja, sehr geehrter Professor, für diese freundlichen Worte schon mal besten Dank. Jetzt soll ich doch ein anderes Mikro nehmen. Ich hoffe, dass es dann auch besser wird. Ja, sehr geehrter Professor Senker, sehr geehrter Professor Godolias und sehr geehrter Dr. Rütten, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht das halt eben. Ich bin im Ringen,
Wir lassen das mal, wenn das eben geht, mache ich das so, um Sie mich verstehen können. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie auch dieses Mal wieder als Geschäftsführer der St. Vinzenz Gruppe hier zu dieser Veranstaltung unserer Chirurgie hier im Marino Hospital und halt eben in gemeinsamer Kooperation, Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie des St. Anna-Hospitals aus Herne hier in diesen auch besonderen Räumlichkeiten, so ein Zelt hat irgendwie was, finde ich, begrüßen zu können. Ich gratuliere allen jetzt schon zu dieser Veranstaltung. Insbesondere Ihre große Teilnahme und die Resonanz scheint sozusagen Ausdruck zu sein für das Thema, was Sie angesprochen hat, und vielleicht auch das Konzept dieser Veranstaltung, was Sie oder viele kennen und ich glaube, interessant genug wird es. Ich will noch einmal betonen, diese Veranstaltung ist heute auch Auftakt weiterer Veranstaltungen in dieser Woche hier bei uns am Marienhospital. Und zwar für alle Wittener Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom Alter. Zum Beispiel am Freitag sind hunderte Kinder hier in diesem Zelt, Kinder dieser Stadt. Und am Samstag sind viele Menschen eingeladen. Und wir gehen auch davon aus, das sagen zumindest auch die Reaktionen, es können Wittener kommen, die ihren Rücken fit halten oder fit machen wollen. Diese drei Tage mit einem sehr vielfältigen Programm sind unser Beitrag, also der Beitrag des Marienhospitals zum diesjährigen, Professor Gedurs hat das eben angesprochen, Gesundheitsschwerpunkt unserer Stadt Witten, nämlich Witten stärkt den Rücken. Das haben wir zusammen unter Koordination und Schirmherrschaft von der Bürgermeisterin, Frau Leidemann, mit vielen Interessierten und auch Beteiligten des Gesundheitswesens hier sozusagen kreiert und wir werden es gemeinsam anbieten. Und gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht als Geschäftsführer ein wichtiges Datum, ist es halt eben Auftakt der ganz konkret beginnenden Zusammenarbeit innerhalb der St. Vinzenz Gruppe. Und seit 1.9. werden Patienten gemeinsam, das ist eben schon erklärt worden, hier behandelt. Und das Besondere daran ist, es war immer das Ziel dieser Fusion, wo sich zwei starke Partner zusammengetan haben, dass sozusagen die Kompetenz, die Erfahrung, die Stärke des einen genutzt wird für die Patienten des anderen. Und das wird hiermit jetzt ab 1.9. ganz konkret umgesetzt. Das Fachwissen und die Spezialkompetenz unseres Zentrums am St. Anna-Hospital ist, glaube ich, ohne Frage eindeutig. Und deshalb freut es mich, dass dieses wichtige Ziel halt eben jetzt umgesetzt wird. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Beteiligten und Verantwortlichen für diese bisherigen Arbeiten und Mühen, denn glauben Sie mir, Kooperation ist mühsam und kostet Arbeit, Nerven und Anstrengung. Aber ja, ich bin gewiss, dass sich das für alle Beteiligten lohnen wird. Ja, an dieser Stelle auch mein Dankeschön an alle Beteiligten, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Sie können sich vorstellen, das ist immer wieder eine Herausforderung, und nur mit viel Mühe und mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Und ich sage bewusst, eben genau diese zusätzlichen Mühen und diese zusätzliche Arbeit ist vielleicht auch das Erfolgsrezept unserer Einrichtung. Ich wünsche Ihnen vor Ort für Ihre Arbeit mit den vielen Patienten viel Erfolg. Und für diese Veranstaltung wünsche ich Ihnen ja, viel Interesse und viel Erkenntnis. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.